Hallo, hallo. Schönen guten Tag. So, hier nochmal mit dem Häuschen. Ist echt schön, ne? So. Und das werde ich mal jetzt mal basteln. So. Mit Maßen und so, wie ich das so gewerkelt habe. So, einmal. Ja, ist eben dieser Block, ne? Und kommt ein Blatt von dem Kraft und ein dickes, ne? Und von dem Schwarzen auch ein dickes Blatt sind auch ein Bogen. So, ich muss mal die Klebelinie gucken, wo diese, ja, hier. Ich noch ein bisschen wegschneiden. So, einmal. So, das hier. Und ja. Habe da schon vorbereitet. Aus dem Blatt, ne, bekomme ich drei Teile. So, und aber das kürze ich um 1 Inch. Habe ich gekürzt, ne? Hier. So. 1 Inch kürzer. Ja, das ist das. Und dann wird geprägt. Geprägt. So. So, dann ist es eben die Maße. Es ist dann 2 6/8 oder ja, 3/4. 2 3/4, ne? Und dann ist die Länge 10. So knapp 10, 3 Viertel. Ja. So, und ich habe das, ich habe ja so ein Falzbrett, das hier bei mir ist dieses Center, die Mitte von dem eben von dem Brett. Und dann wird auch gezielt so nach außen, ne? 1, 2, 3, 4 und so, ne? Nicht so. Ist echt von Martha Stewart. Und deswegen habe ich das mir so auch nutze ich das ist auch. Da kann ich gut Mitte finden und dann von, aus der Mitte dann nach außen schauen. Obwohl es geht auch so. Ich habe ja auch die Maßen auch so 3 Inch von hier. Und dann drehe ich 3 Inch von der Seite und dann eben muss ich aber die Mitte finden. Wo bist du jetzt? 5, 5 und dann so, dann so, dann ist hier die Mitte, ne? Aber ich schaue mal jetzt, wo das ist. So, und dann ist es bei mir da 5, 3/8 eben, ne? Die Mitte dann. So, dann sage ich noch mal durch. 3 Inch, 5, 3/8. Und hier ist es dann 7, 3 Viertel. Aber es ist so knapp ein bisschen anders, weil ich habe hier von da 3 und von da abgemessen. Aber so, ja, das ist eben diese Grundgerüst für das, für die Wände und das Dach, ne? Sieht dann so aus.
Ich habe das so schon getestet, es hält schon was aus. Und dann, ja, so das nächste nehme ich dann Prägefolder und präge eben die eine Seite, das Stück und das andere Stück eben prägen, ne? Dann hat man das Teil. Okay. So, dann kommen die zwei Elemente noch, werden gemacht. So, bin wieder da, habe das jetzt zugeschnitten. 6 Inch mal 4, 3 Viertel, ne? So ein Teil. Ja, es ist eben wegen dieser Breite. Und da passe ich das an und habe dazu noch einfach je ein Inch noch dazu genommen, ne? Ja, und das wird jetzt gefaltet. Genau, so, dass man die Wände hat, ne? So, und dann geht's los. Einfach ein Inch rundum. Ich finde, das kleine Falzbrett ist so schön. Nimmt viel Platz ein, ne? Auch diese Falzbeine hat man ja. Man gewöhnt sich an diese Teile. Ich habe ja schon einige liegen da und da. So. Ja, und das wird dann gefaltet. Eingeschnitten. Normal, wie man Schachteln eben bastelt, ne? Jeder kennt das. So, und dann ein bisschen einschrägen. Beiden Seiten die Klebelasche, ne? So, dann weiter. Dann haben wir jetzt diese Schachtel, ne? So, ich dachte erstmal, das Dekopapier kann man ja auch aufkleben, schon die Streifen, aber ne, klebe ich erstmal. Einfach mit Flüssigkleber reicht auch. Nächste. Ne? Nachfüllen muss ich mal auch noch mal. Schön, schön trocknet. So, dann haben wir auch die Schachtel fertig, ne? Da rein kommt dann das Teil, die Wände und das Unterdach.
So, dann wird es erstmal gefüllt, ne? Dann hatten wir das. So, und das kommt dann da hinein. Aber zuerst muss ich noch das Dach machen. So ein Teil, ne, brauche ich. So, das ist jetzt das Stück, habe ich zugeschnitten. 6 und 3 ein Viertel, ne? Ist die Größe. So, dann wird es mittig, eben bei 3 gefalzt. Haben wir die Hälfte und dann wird es geprägt, ne? Macht man eine Prägung. Ich mache dann die Seite und die Seite. Wenn man so einen langen hat, gleich, da kann man auch gleich. Aber würde ich nicht machen, weil ich möchte ja die mittlere Linie richtig schön haben. Und deswegen lege ich dann bis zum hier den Rand an, präge und dann drehe ich es und mache die Seite und habe dann dieses Teil. Ne? So. So, das hier. Und so, dann wird das dann zusammengebaut und als erstes klebe ich erstmal das Dach rein und ich habe es so ausgemessen, dass es, ne, drüber steht. Immer besser. Und dann muss ich schauen, dass ich dann das ordentlich drauf platziere. Aber fürs Dach nehme ich dann doppelseitiges Klebeband, weil die Prägung, ne, mit Flüssigkleber, naja, bin ich der Meinung, dass es dann kann sich verziehen. So, dann einfach Klebeband aufbringen. Entlang der Falzlinie, ne? Einfach, dass man da die Falzlinie nicht unbedingt nicht beklebt, ne? Nicht zuklebt. So. Und dann hier von der Seite der Falzlinie auch noch ein Teil. Seitlich würde ich auch sagen, dass es Stabilität hat. So, und dann kommen auch die Wände. Na, wo bist du hier? Die Wände von unten mache ich auch noch ein Klebeband dran. Und hier auch noch. Von außen, weil es hineingeklebt wird. Und hier wollte ich auch noch von der Seite, keine Ahnung, ob ich das jetzt, ich muss mal schauen, ich das ist hier 1 Inch, dass ich das einfach hier dann ungefähr anlege und an dem Rand dann klebe. Oder wie mache ich es doch? Weil ich habe es mit Klebe, mit Flüssigkleber dann den Rest geklebt. Nee, ich werde es auch so machen, dass es schön anliegt. Ne? Muss ich dran schön
sich so richtig anlegen. So, das sind die Teile. Und dann können wir das dann erstmal das Dach. Bekleben. So. Und dann wir mal schauen, dass das ordentlich ist. So. So. Schön, weil ich beidseitig muss ich auch schauen, dass die gleich die Ränder gleich sind. Ja, genau. So, und dann kann das dann dran. So. So und so haben wir das jetzt. Können wir dann knicken und da hat das so Stabilität, ne? Finde ich, das ist schon gut. So. Und dann kommt das jetzt hier rein in das Häuschen. Und dann muss ich dann hier von innen erstmal. Diese Klebeschutzfolie abziehen. So, dann wird das hier oben einfach der Rand. Na komm. Oh, ich muss auffüllen. Sehe ich immer weiter weg, ne? Aber so soll man machen. So, ich nehme es so ein bisschen, dass ich da so den oberen Rand habe und dann kommt das hinein. Hier. Bis zum Schluss hinein, richtig so. Bis an die Gegenwand. Und schön platzieren. Und dann schaut man, hier ist alles gut. Und ja. Dann soll es erstmal schön festziehen. So. Vielleicht mal kontrollieren. Ja, genau so. Schön, dass es festzieht. So, das. Dann ziehe ich das andere noch ab. So, das kommt auch noch. Ja, kann man so mit den Fingern einfach noch ein bisschen fixieren, dass es wirklich auch sich festzieht. Ja. Und dann kommt das nächste. Hier muss ich auch noch einen Streifen Flüssigkleber an den Rand bringen. Und dann auch die Seite noch ganz hinein. Durch bis zu der Gegenwand hineindrücken. Stellen so. So, dann haben wir auch die Seite. Und auch schön fixieren. Ja. Gut. Ja, so. Dann muss das Dach schön mal gemacht werden, dass es die Wände nicht runterdrückt. Ne? So. Das ist dann so. Hat man dann dieses Teil noch so. Genau.
Super, so sieht's aus. Ja. So, dann kommt. Ist es. So, dann nehme ich noch ein paar Streifen von dem Designpapier. Ich habe so einige Reststücke, ne? Und deswegen passt es mir gerade. Ein Inch und die Länge eben 4 Inch, ne? Brauche ich zwei Stück. So, dann habe ich das jetzt gemacht. Und das hier, ne, sind eben zwei gleiche Häuser, aber nur einer mit einer Prägung, der andere mit ohne Prägung eben. Ja, ja, die Prägung macht ja ihren Job, ne? Das ist so ein bisschen dann so, hat ja dann eine Wellung ein bisschen drin in sich. Ich würde sagen, mir scheint das nicht geprägte, das glatte Papier stabiler Eindruck macht, ne? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht es nur so aus. So, jetzt habe ich mir da aus dem Restpapier da einige zugeschnitten. Ja, und werde mal festkleben. Und die zwei da einfach anbringen. 4 Inch mal 1 Inch, ne? Werde ich nur vorne und hinten zwei Seiten einfach bekleben. Richtig bündig, ohne ranzulassen. Und das bringt auch noch Stabilität hinein, ne? Einfach schön. So. An die Kante da ein bisschen von außen drücken. An die Tischkante. Also das Dach hat ja so ein bisschen diesen Überschuss, ne, da, und das stört. Da kann man es nicht so richtig anlegen. Vorne auch, ne? Und deswegen, dass ich das nicht zerknicke. Aber doch, ja, sieht gut aus. Hier. Schön. So, und dann jetzt noch die Rückseite. Obwohl, ich könnte auch ein bisschen zwei verschiedene machen, aber ja, geht auch das. Muss mal schauen, wo ich so ein LED-Teelicht habe. Ausprobieren, wie es ausschaut. So, das bist du. Und auch noch. Auch so ein bisschen den Rand. Ja. So, dann haben wir auch das Häuschen und dann kommen noch paar Schmuckelemente dran. Diesen Rudel. Ja, finde ich.
Auch schön. Oder so ein Geschenk dran. Kann man dann schauen. So, und da passt einiges rein. So sind jetzt zwei Häuschen. Wie so ein Häuschen für den Weihnachtsstand, ne? Ist auch interessant. So ein bisschen kann man es dann in die Form ziehen. Ja, gut. Okay. So, ich glaube, alles gesagt. So sieht es von der Seite aus. Ja, okay. Die Prägefolder, das sind schon echt ewig alt, deswegen weiß ich nicht, woher ich die hatte mal. Ich glaube, auch von Action haben wir von voriges Jahr oder sogar davor gab es mal zwischendurch solche auch so eine mit einer Mauer prägen. Ne? Kann man da noch vielleicht, wer noch was hat. Aber auch die Teile, ne? Kann man echt schön platzieren dran. So, okay. Das war's. Und so, ein bisschen. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.